Der ungarische Premier Viktor Orbán fährt das dritte Mal in Folge einen Wahltriumph ein. Seine Fidesz-Partei siegt bei der Wahl am Sonntag erneut. Die Daten der Wahlbehörde zeigen, dass bei einem Auszählungsgrad von 96% in der Nacht auf Montag die rechtskonservative Regierungspartei mindestens 133 der 199 Mandate erreicht und damit eine knappe Zweidrittelmehrheit. Kurz nach der Verkündung des Wahlsiegs tritt ein sichtlich erfreuter Viktor Orbán am späten Sonntagabend in Budapest vor seine Anhänger. Wir haben gewonnen! Zuerst möchte ich mich bei den Wählern bedanken. Die hohe Wahlbeteiligung hat nun alle Zweifel restlos beseitigt. Wir haben eine große Schlacht hinter uns und einen entscheidenden Sieg errungen. Damit haben wir die Chance bekommen, Ungarn zu verteidigen. Schon in der Kampagne stellt Orbán das Votum als Schicksalswahl dar. Es gehe darum, ob Ungarn ein Einwanderungsland werde oder seine Identität behält, so Orbán. Insgesamt sind 8 Millionen Ungarn aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Angesichts der langen Schlangen vor den Wahllokalen werden sogar die Öffnungszeiten verlängert.